Heute geht es um sehr wichtige Fragen. Zum Beispiel, wie weiß ich, ob ich auf der richtigen Zeitlinie bin? Oder was geschieht mit meiner Zeitlinie, wenn ich meine Seelenaufgabe nicht finden kann oder nicht ausführen kann? Oder was geschieht mit den Zeitlinien beim Aufstieg? All diese Fragen und noch viel mehr wirst du heute in diesem Video von mir beantwortet bekommen und es ist sehr gut, dass du dich informierst. Also, wir sehen uns gleich. Ich habe euch hier eine Skizze gemacht. In der Mitte, der Hauptpunkt ist die Erde und außen herum, das sind alles Zeitlinien. Nur mal so, um zu verdeutlichen, wie das Universum aufgebaut ist. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich euch noch in eigener Sache daran erinnern oder darauf aufmerksam machen, dass wir unter dem Video Links eingefügt haben, die euch helfen, zum Beispiel dieser kostenlose Test, seine Bestimmung zu finden. Denn wir haben ja auch die Frage, was passiert mit meinem Zeitstrahl, mit meiner Zeitlinie, wenn ich nicht meine Seelenaufgabe lebe? Was ist dann mit meinem Zeitstrahl? Oder woher soll ich wissen, ob ich auf der richtigen Zeitlinie bin? Das sind sehr wichtige Fragen. Und bevor ich die euch heute alle beantworte, möchte ich gerne nochmal einen Überblick über das Universum euch geben, weil das ist total interessant und es erklärt auch diese Unendlichkeit des Universums. Das ewige Bestehen des Universums. Ihr wisst vielleicht, dass die geistigen Wesen, die Engel und auch die Sternenfreunde immer sagen, es gibt keine Zeit im Universum. Also wie kommt man jetzt auf diese Feststellung, dass es eben Zeitlinien gäbe? Das ist ganz einfach. Jede Dimension hat eine bestimmte Zeitlinie. Und zwar haben wir auf der Erde die 3D-Zeitlinie. Manche von uns sind in der vierten Dimension schon. Das heißt dann, die haben die Zeitlinie der vierten Dimension und unser Ziel ist ja, unser kurzfristiges Ziel, in die fünfte Dimension aufzusteigen und das ist dann wiederum eine andere Zeitlinie. Jedes Wesen im Universum, jeder Mensch, wir alle zusammen kreieren mit unseren Gedanken unsere Zeitlinien. Es gibt also unheimlich viele Zeitlinien und die Zeitlinien, die jetzt am meisten kreiert werden, also wo die meisten Gedanken sind, bilden dann, die tun sich zusammen und bilden dann einen riesigen großen Zeitstrahl. So könnte man ganz grob sagen. Jetzt gehe ich noch mal weiter. Man könnte diese Zeitlinienstrukturen auch mit einem Zeitbaum vergleichen. Und so ein Zeitbaum hat ganz viele Äste und Zweige, die für verschiedene Zeitlinien stehen. Und dieser Zeitbaum hat auch Äste, Zeitlinien, die nicht weitergehen. Ich erkläre euch das alles noch. Jetzt erstmal zu dem Zeitbaum, wie wir dann zum gesamten Universum kommen. Das Universum hat eine fraktale Struktur. Das heißt also, die Idee des Zeitbaumes baut auf der fraktalen Natur des Universums auf. Und das heißt also, das Universum sendet ständig Strahlen oder Wellen in die Unendlichkeit hinaus, die sich durch einen Hauptzeitstrahl formieren, der dann als die stabile Version existiert. Die stabile Version ist im Universum sehr wichtig, weil das für uns alle Wesen, Stabilität und Sicherheit gibt. Und das ist das Ziel des Universums, immer wieder diese Stabilität herzustellen. Jetzt möchte ich euch erst nochmal erklären, was ist denn Fraktal überhaupt? Dazu habe ich ein Video, das wir uns jetzt gleich mal kurz anschauen. So, hier habe ich jetzt also ein Video, wo wir das sehr gut erkennen können. Ich mache es mal an. Und ihr werdet sehen, dass egal wie weit man hineinzoomt, man immer wieder die gleichen fraktalen Strukturen erkennt. Fraktal ist ein mathematisches und natürliches Phänomen. Und
enthält im Prinzip die Wiederholungen gleicher oder ähnlicher Muster. Egal wie stark man hineinzoomt, kommt immer wieder das gleiche Muster zum Vorschein. Und das ist die Arbeit des Universums letztendlich, diese Endlosigkeit aufrechtzuerhalten. Ist faszinierend, total faszinierend. Ich glaube, jetzt versteht ihr auch, was ich meine. So, jetzt halten wir mal wieder an. Da kommen wir zum Ausgangspunkt. So, jetzt komme ich wieder groß für euch. Das bedeutet, diese fraktalen Bewegungen oder diese Muster gibt es auch bei uns hier auf der Erde. Und zwar ist es ja, wenn man mathematisch guckt, zum Beispiel ein Algorithmus. YouTube zum Beispiel nutzt den Algorithmus und zeigt dir die Videos, die dir gefallen, immer wieder in der Richtung. Oder in der Natur, in der Verzweigung der Bäume. Das ist auch immer wieder eine Wiederholung. Oder schau dir die Schneeflocken an. Schneeflocken sind so faszinierend und die haben auch diese wundervolle fraktale Strukturierung. Du findest diese Strukturen auch in Küstenlinien, in Bergketten, in Wolken oder in der Finanzmarktanalyse. Also überall nutzt man diese Strukturen entweder für Studienzwecke oder eben in der Mathematik. So, das ist der eine Punkt. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, was das bedeutet. Das heißt also, es gibt eine Sache nicht nur einmal, sondern viel, viel öfters in einer unendlichen Weise. Und das würde jetzt das Paralleluniversum oder die parallelen Universen erklären. Das heißt also, neben unserer wahrgenommenen Realität, also das, was wir wahrnehmen können mit unserem menschlichen Verstand, daneben existieren auch weitere parallele Versionen der Erde, unserer Realität, die gleichzeitig existieren. Zum Beispiel, nehmt mal das Zeitalter Avalon. Avalon ist ein sehr bekanntes Zeitalter und hat eine sehr starke Zeitlinie. Und diese Zeitlinie hat verschiedene andere Zeitalter überlappt. Das heißt also, es existieren mehrere Zeitalter auf einmal. Und das ist dieses Paralleluniversum. Und was jetzt auch noch geschieht, das Universum integriert permanent gescheiterte Zeitlinien in ein stabiles Zeitliniensystem, weil das Universum alles im Gleichgewicht behalten möchte. Das ist die Natur des Universums. Es guckt also darauf, dass immer alles in Ordnung ist. Ja, jetzt die erste Frage. Woher weiß ich, dass ich auf der richtigen Zeitlinie bin? Dazu muss ich sagen, wenn man jetzt mal nur die zwei Hauptzeitlinien anschaut, die eine Zeitlinie der Liebe, des Friedens, der Fülle, der Gesundheit, der 5D, sagen wir mal, die andere Zeitlinie, Angst, Krieg, Verzweiflung, Not, Krankheit, das ist die Zeitlinie, die im Moment von der negativen Seite sehr aufgebaut wird. Jetzt überleg mal, wenn du dich schlecht fühlst, wenn dir es schlecht geht, wenn du Angst hast, wenn du all oder viele negative Energien spürst, dann könnte es sein, dass du auf der falschen Zeitlinie bist. Wenn du das spürst, dann konzentriere dich ganz genau auf die anderen Dinge wie Licht, Liebe, Harmonie, Frieden, Gesundheit. Also, es heißt, es ist die Ausrichtung unserer Gedanken, die uns auf die richtige Zeitlinie bringt. Und von daher sollte man, sobald man merkt, oh, da habe ich ein bisschen Angst oder so, sofort sich orientieren und in die richtige Zeitlinie gehen. Und das kann man mit seinem Bewusstsein einfach so machen. Jetzt die andere Frage. Was passiert mit meiner Zeitlinie, wenn ich meine Seelenaufgabe nicht erfüllen kann? Oder wenn ich sie vielleicht gar nicht weiß? Also um zu erfahren, was deine Seelenaufgabe oder deine Bestimmung ist, kannst du auch bei uns den kostenlosen Test machen unter dem Video.
Und da wirst du dann eine Richtung bekommen, die dir bestätigt, was vielleicht schon lange in deinem Herzen als Wunsch existiert, was deine Bestimmung ist. Schau einfach unter das Video. Ich hatte ja auf Telegram diesen Test mit euch gemacht, um festzustellen, welche Fragen euch besonders am Herzen liegen. Und da gehört jetzt auch diese Bestimmung da dazu. Also falls du jetzt, und es könnte ja sein, nicht genau weißt, was deine Bestimmung ist, dann mach einfach mal diesen Test. Und falls du jetzt in deinem Leben durch komische Ereignisse, zum Beispiel durch einen tragischen Unfall, durch Dinge, die dich aus der Bahn werfen, durch eine schlimme Krankheit, falls du dann dadurch nicht in der Lage bist, deine Lebensaufgabe zu leben, dann wird deine Zeitlinie nicht weiter wachsen, dann wird die verkümmern, ja, dann wird die nicht mehr so kräftig sein. Und dann, und jetzt kommt das Schöne, die gute Nachricht vom Universum, das Universum schaut nach diesen Zeitlinien, die nicht weitergehen, die nicht erfüllt werden können aus irgendwelchen Gründen und integriert die dann in die größte Zeitlinie, die es gibt, die wir gerade haben. Das ist die mit Licht und Liebe. Also werden diese Menschen aufgefangen. Das nimmt dir aber jetzt nicht die Verantwortung, immer wieder Licht und Liebe zu manifestieren. Das ist uns schon klar. Wenn wir jetzt weiter gucken zu den Paralleluniversen. Das ist etwas heute, was ich euch erzähle, was man alles nicht mit dem Verstand verstehen kann. Das ist total abgefahren. Aber allein durch das Zuhören, denke ich, kommt ihr in eine höhere Wahrnehmung und letztendlich vielleicht hoffentlich zu dieser Schlussfolgerung, ja, es ist irgendwie logisch und Nirjana hat es vielleicht schon hoffentlich gut erklärt. Also wenn wir jetzt feststellen, durch unsere Wahrnehmung, indem wir uns schulen, indem wir meditieren und auch Fragen stellen, dass es also Paralleluniversen gibt, wenn wir da so weit sind, dass wir sagen, ja, das könnte schon sein, dann können wir einen Schritt weiter gehen und die Multidimensionalität vom Universum irgendwie besser verstehen. Das heißt also, sobald wir das lineare Zeitmodell im 3D-Denken oder im 4D-Denken überwinden können, sind wir bereit für den Aufstieg. Das gehört also dieses Verstehen auch dazu, wie das Universum aufgebaut ist. Und das Wichtigste dabei ist die Zirbeldrüse. Weil die Zirbeldrüse weitet unser Bewusstsein. Sie ist nicht nur da, um das dritte Auge dazu zu bringen, dass es eben aktiviert ist und für uns Dinge sichtbar sind, die man mit den physischen Augen nicht sieht, sondern die Zirbeldrüse ist eigentlich da, um diese Multidimensionalität uns aufzuzeigen und die Grenzenlosigkeit des Universums zu bestätigen, zu begreifen. Und bei der Zirbeldrüse ist es wichtig, dass ihr wirklich darauf achtet, dass sie sich entwickeln kann. Es gibt von Smarana einen Gesundheitsabend, der eure Zirbeldrüse und euer drittes Auge reinigt, ausdehnt und stärkt. Das lege ich euch sehr ans Herz und ich habe auch unter das Video diesen Link gemacht. Vielleicht möchte ja der eine oder andere das wahrhaben. Das heißt also, sobald du da ein bisschen Verständnis hast, wirst du verstehen, dass du zu jeder Zeit an jedem Ort gleichzeitig sein könntest. Wir haben in dem Webinar Astraltherapeut sehr viel mit dieser Technik gearbeitet, über dieses Reisen. Also du kannst über diese Reisen, über die Zeitreisen, dich selbst sehen in einer anderen Dimension sozusagen. Es ist sehr faszinierend und es ist möglich. Das heißt also, das ist die Bestätigung, dieser Aufbau des Universums, der fraktale Aufbau, dass es mehrere Dimensionen gibt und dass es uns mehrmals gibt, dass es die Erde mehrmals gibt und
dass das Universum selbst für die Stabilität sorgt, dass alles im Gleichgewicht ist, im göttlichen Gleichgewicht. Und genau jetzt kommt der Punkt, deswegen braucht ihr euch keine Sorgen zu machen über die Zeitlinie von Krieg und Angst und Not und Krankheit. Das ist eine Zeitlinie, die wird nicht gewinnen können. Das ist eine Zeitlinie, die ist künstlich herbeigeführt von der Gegenseite und möchte mit ganz schlimmen Nachrichten uns dazu bringen, in diese Zeitlinie zu gehen. Aber mit diesem höheren Bewusstsein, das du bestimmt hast, verstehst du jetzt noch viel mehr, um was es geht. Und du gehst dann in diese Zeitlinie der Liebe und des Lichtes mit einem ganz anderen Gefühl, mit einem ganz anderen Fokus hinein. Und das ist das Wichtigste. Denn du weißt, dass das Universum dafür sorgt, dass alles stabil ist, indem es alles reproduziert. Und so sind wir in dieser Schleife von Licht und Liebe und können somit auf jeder Dimension bestimmte Erfahrungen machen. Wir haben auf der Erde begonnen im 3D und wir haben noch eine lange Reise vor uns und die wird so interessant werden. Wer meine Bücher gelesen hat, der weiß davon, wie fantastisch es im Universum ist und welche Botschaften die Sternenfreunde für uns haben. Wir haben jetzt erst wieder das Webinar mit Arcturus und die Arcturianer sind ja eine sehr weit entwickelte Zivilisation im Universum und die haben alles das schon durch, natürlich wie die Plejader und die anderen auch. Aber im Moment sind wir sehr verbunden mit den Arcturianern und ich werde euch auch gleich ein Channeling geben über die Arcturianer, damit ihr versteht oder auch nochmal die anderen Worte hört, die gechannelten Worte hört, um was es eigentlich geht und was unsere Ausrichtung sein sollte. Das heißt also, je mehr wir in diese eine Zeitlinie gezielt hineingehen, umso mehr stärken wir die Stabilität des Universums. Denn wir sind alle mit allem verbunden. Und es existieren neben uns wirklich noch sehr viele Wesen. Also wer jetzt behaupten würde, das stimmt nicht, der ist wirklich ganz tief im 3D noch drin. Und die Wahrnehmung braucht da für diese Menschen noch eine große Schulung, ihr Lieben. So, und jetzt lade ich euch ein zu der Botschaft von Arcturus und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Wir werden nachher die Musik noch ein bisschen weiterspielen lassen, sodass ihr die Möglichkeit habt, euch intensiv auf diese Zeitlinie einzustimmen und immer wieder darauf zurückgreifen könnt und in dem Wissen, dass das Universum für uns sorgt. Geliebte Herzensmenschen, dies ist eine Meditation zu Beginn, die mit einer Durchsage von Arcturus weitergehen wird. Und damit du gut vorbereitet bist und diese Durchsage anhören kannst, in dem höchsten Zustand deines Bewusstseins, bereite dich nun vor, indem du das Licht der Liebe einatmest, indem du das Licht der Liebe in dein Herz hineinfließen lässt, und dich mit dieser Liebe und diesem Licht ausdehnst. Fühle, wie sich die Energie um dich herum verändert. Fühle diese besondere Stille, die dir anzeigt, dass du jetzt auch noch tief mit deiner Seele verbunden bist. Und dann versuche, diese Energie zu halten. Geliebte Menschen des Lichtes, geliebte Herzensmenschen, ich bin Arceus und komme von Arcturus und bringe euch Liebe und Licht mit.
Es ist mir eine Freude, dass ich heute zu euch sprechen darf. Denn auch wir, die Arcturianer, haben einstmals diese Entwicklung vollzogen, die ihr jetzt in diesem Moment macht. Auch wir waren in den Strukturen von Angst und Not und Zweifel gefangen. Negative Energien wollten uns klein machen und sich von unserer Energie ernähren. Wir haben dies erlebt, durchgemacht und bestanden. Wir haben es erkannt und auch uns ging es damals nicht so gut. Und wir haben verstanden, was es bedeutet, aufzusteigen. Und ich kann euch nur sagen, die Gedanken sind das Wichtigste, die Gedanken der Liebe und des Lichtes. Sobald ihr diese Gedanken habt, nährt ihr die Zeitlinie, die in die fünfte Dimension hineinführt. Und es ist euer Fokus, den ihr jeden Tag immer wieder neu ausrichten solltet, um voranzukommen. Und all das, was sonst noch um euch herum ist, erkennt ihr durch eure Weitsicht an den negativen Energien, wenn es Lügen sind. Und so wisst ihr, dass diese wundervolle Zeitlinie, dieser Zeitstrahl des Lichtes und der Liebe schon viel, viel größer ist als der negative Zeitstrahl. Und es liegt nur an dir, an jedem einzelnen von euch, den Zeitstrahl der fünften Dimension mit eurer Liebe zu aktivieren und zu nähren. Wir, die Arcturianer, wir sind schon sehr lange bei euch. Wir beobachten das Universum sehr genau und haben Jahrzehnte für euren Zeitbegriff unsere Lichtschiffe um die Erde herum geparkt. Wir sind verbunden mit vielen anderen Sternenwesen, auch mit Wesen, die ihr noch gar nicht kennt. Und wir alle zusammen haben das eine Ziel, euch zu unterstützen. Und wir tun dies deswegen, weil es für das Universum wichtig ist, dass die Erde den Aufgang schafft, um das Gleichgewicht des Universums zu sichern, ist es wichtig, dass ihr den Aufstieg schafft. Und wir wissen, dass ihr dies schaffen werdet. Wir wissen, dass es glücken wird. Dennoch solltet ihr niemals aufhören, Licht und Liebe zu manifestieren und auch aktiv in eurem Leben dafür einzustehen. Ihr solltet euch bewusst sein, dass jedes Wort nach einer Tat verlangt, einer Tat, die das Licht und die Liebe stärken wird, einer Tat, die Frieden auf eure Erde bringt. Das ist das, was ganz wichtig ist. Und sobald ihr das verstanden habt, seid ihr bereit, habt ihr eine Energieerhöhung erhalten und achtet auf eure Zirbeldrüse. Achtet wirklich darauf, dass ihr eure Zirbeldrüse pflegt und schult, denn dieses kleine Organ ist sehr wichtig, um in die fünfte Dimension hineinzukommen. Aber habt absolut keine Angst, dass ihr dies nicht schaffen würdet.
Ihr seid so viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Ihr seid so viel stärker und größer. Und allein um dieses Bewusstsein zu bekommen, sind wir da, um euch zu unterstützen. Und wir sagen ganz klar, wir werden euch helfen, wir sind dabei. Wir sind schon immer bei euch und ihr dürft auf euer eigenes Licht vertrauen. So wie ihr auch auf euer eigenes Licht in eurem Herzen und auf die Gefühle aus eurem Herzen vertrauen dürft. Denn jedes Gefühl, was aus dem Herzen kommt, zeigt euch den Weg eurer Seele. Und eure Seele führt euch durch das Leben und lässt euch erkennen, was die Seelenaufgabe ist, was die Aufgabe für dieses Leben ist. Und so geht nun gestärkt weiter. Nehmt diese Ausstrahlung, die ihr durch jedes meiner Worte erhalten habt, mit in euer Leben. Ihr werdet sehen, dass diese Energieerhöhung eure Leuchtkraft stärkt und ihr umso besser manifestieren werdet für den Frieden, für das Licht und für die Liebe. So habe ich für euch gesprochen, voller Dankbarkeit und Freude, denn ich weiß, dass alles gut ist. Und so darfst du nun ein wenig noch mit den Tönen der Wirklichkeit verbleiben, solange ich mich jetzt von dir verabschiede, um dennoch energetisch bei dir zu sein.